The war to end all wars redefined how mankind looked at war and the value of human life. Over 19,000 men lost their lives every day in the trenches of the Somme. Some say uselessly, some invoke a higher cause. I read accounts of the slaughter from many journalists who spent time in the trenches, but I found the account of a certain Peter Jacob to be the most horrible of all. His implication about the ancients' involvement with the war was hideous and so obvious. With the horror of the Battle of the Somme scant miles away and the distant echoes of pounding artillery, a young journalist named Peter Jacob researched his latest story from the front lines. His grim task brought him to Oubliet Cathedral, now transformed into a field hospital. I find no solace in the purpose behind all the senseless violence that surrounds me. Young men die at a rate unheard of in centuries of warfare. Shelling, machine guns, mustard gas, rip, pierce, and burn to flesh. Men soak gauze in their own urine to stop the insidious gas. The hospitals here cannot cope with the torrent of wounded. Willkommen zurück zu Eternal Darkness im Jahre 1916, mitten im Ersten Weltkrieg. In der Kathedrale, wo wir zuletzt mit Paul Luther waren. Und jetzt, 500 Jahre später, wird sie benutzt als eine Art Bunker, weil sie sich hier sicher fühlen. Ich finde, dieses Spiel Eternal Darkness, wo die Menschheit gegen die Dunkelheit kämpft, zeigt nochmal recht offensichtlich, wie sinnlos es ist, dass sich die Menschen gegenseitig bekriegen. Also der Erste Weltkrieg, genauso wie der Zweite. Ich finde Kriege sinnlos. Ja? Kriege sind grausam und trotzdem schafft es die Menschheit immer wieder, sich zu bekriegen. Ja, das wollte ich auch einfach mal loswerden. Und ich hoffe einfach, dass ich in meinem Leben keinen Krieg miterleben muss. Und ihr auch nicht. Bevor wir hier mit dem Part anfangen, ich möchte mal erzählen von meiner Urgroßmutter, die 100 geworden ist. Die hat als Kind den Ersten Weltkrieg, das hier, miterlebt und den Zweiten als erwachsene Frau und Mutter und hat ihren Mann verloren und alles. Wenn man selbst mit den Leuten redet, die das wirklich erlebt haben, richtig, dann seht ihr das ein bisschen anders. Das ist alles einfach nur sinnlos, warum sich Menschen selbst bekämpfen. Nur damit sich zwei, drei Machtführer aufspielen können. Aber genug der Moral. Der Brief eines Soldaten liegt auf dem Tisch und wartet darauf, nach Hause verschickt zu werden. Dann nehmen wir den gerade mal an uns und lesen ihn direkt. Was haben wir denn da alles? Ein Glückspenny? Blitzlichtpfanne? Blitzlichtpuder? Da hat man doch Fotos mitgemacht. Naja, wir sind ja ein Journalist. Erster Brief des gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Am Dienstag wurde ich in dieses Hospital eingeliefert. Die Wunden an meinen Beinen waren nicht schwer, aber ich werde trotzdem für den Rest meines Lebens nicht richtig laufen können. Ich hasse diesen Ort. Jeden Tag wird mir bewusst, dass ich nie wieder die Dinge tun kann, die ich liebe. Dieses Hospital ist ein seltsamer Ort. Vor dem Krieg war dies eine Kathedrale, aber die Atmosphäre ist merkwürdig. Alles ist still, man hört nur das Rufen und Stöhnen der verwundeten Soldaten in der Nacht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es an diesem Ort spukt. Das Merkwürdigste geschieht am Tage. Ich habe bisher nicht gesehen, dass jemand die Kathedrale tagsüber verlassen hat. Da ist etwas faul. Kein Auf Wiedersehen oder Leb wohl. Nur leere Betten, wenn ich aufwache. Schauen wir uns das hier doch mal genauer an. Ja, also damals 1916 hatten die es auch mit der Medizin noch nicht so. Diese armen Seelen, bedeckt mit blutbespritzten Laken, haben diese Welt verlassen. Für sie hat das Leiden nun ein Ende. Für die anderen um sie herum geht das Martyrium weiter. Geräusche des Stöhnens und Klagens dringen leise hinter den leidenden Vorhängen hervor. Geflüsterte letzte Worte, verzweifelte Gebete für die Geliebten. Worte, die nur von denen gesprochen werden, die den Tod vor Augen haben. Ja, bringt's nochmal auf den Punkt, was ich sagen wollte. All das einfach nur sinnlos.
Aber naja, der Erste Weltkrieg lässt sich sicherlich nicht rückgängig machen. Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. Ich weiß, er heißt Peter Jacob, aber ich mache heute einen auf Deutsch und nenne ihn Peter Jakob. So. Ja, wie gesagt, die Kathedrale kennen wir. Die war ja ohnehin nicht so heilig, aber jetzt, naja. Alle Wertgegenstände wurden aus dem Altarraum entfernt. Nicht nur, um Plünderungen vorzubeugen, sondern auch, um Platz für die medizinische Betreuung und, falls nötig, für einen Operationstisch zu schaffen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön, dass du hier auf so einem Altar von der Kathedrale da operiert wirst. Fühlst du dich gleich ganz geborgen. Die Orgel. Der Wachposten runzelt die Stirn und führt Peter von der Orgel weg. Er erklärt, dass dies eine der wenigen Antiquitäten in dieser Gegend ist, die den Krieg bis jetzt unbeschadet überstanden habe. Und diese Orgel werde, solange er lebt, auch intakt bleiben. Finde ich gut. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen unrealistisch, dass jetzt 500 Jahre später wirklich fast alles noch genauso da ist. Die Wache erklärt im ruhigen, aber bestimmten Ton, dass dieser Bereich für Zivilisten gesperrt ist. Warum bloß? Wir wissen ja, dass da unten nicht so alles mit rechten Dingen zugeht. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Ja, dann machen wir auf und guck, was es Schönes gibt. Soll Peter den Umschlag öffnen? Sicher das! Befehle für die Soldaten. Zeig mal her. Eine offizielle Nachricht auf dem vorgeschriebenen Armeebriefpapier. Gefreiter Thompson, auf Befehl von Lord Hargraves, Lieutenant Hargraves, im Namen seiner königlichen Hoheit George V. werden Sie angewiesen, Ihren Posten mit sofortiger Wirkung zu verlassen und in den Straßen außerhalb der Kathedrale Ubli zu patrouillieren. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Ihrem Patrouillenführer. Gott schütze den König. Mich würde interessieren, wie die Menschheit sich entwickelt hätte ohne die beiden Weltkriege. Hätten wir dann vielleicht 20 Jahre vorher Computern all das gehabt? Man weiß es alles nicht. Schroff fragt der Wachposten Peter, ob er die Erlaubnis hat, den alten Turm zu betreten, da er Sperrgebiet sei. Also wenn du die neuen Anweisungen bekommst, machst du mir Platz, also. Die Wache inspiziert das Papier mit den Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Okay, er war nicht der richtige Soldat. Hier liegen überall die Leichen rum. Schon grausam und die ganze Zeit schlagen die Bomben ein, ja. Bomben? Im Hintergrund auch der Controller vibriert jedes Mal. Hat was Authentisches. Okay, 7 Punkt. Die Wände sind mit sonderbaren farbigen Linien bedeckt. Unter diesem Muster befinden sich Stufen, die in die Wand führen. Ins Nichts hinein. Naja, wir wissen ja von Luther, dass es da weitergeht. Aber der gute Peter hat ja davon noch gar nichts, ne Ahnung. Der konzentriert sich jetzt auf den Krieg. Ist ja erstmal genug, was es hier gibt. Wir könnten noch zurückgehen. Da gibt es ja so eine Art... Na, jetzt macht er schlapp. Auch hier überall liegen Kisten und alles. Wir gehen erstmal hier den Raum hoch. Und was den Krieg angeht, in der Schule hat mich sowas alles nicht interessiert. Ja, muss ich auch mal sagen. Kurz nochmal hier gucken, oder? Kann man da was gucken? Tief im Gang stehen Kisten medizinischer Ausrüstung, die auf ihren Einsatz warten. Morphium, Bandagen, Aderpressen, Antiseptika. Die Liste ist unendlich. Also in der Schule hat mich die ganze Story hinter den Weltkriegen nicht interessiert. Wurde auch nicht gut rübergebracht, wie ich finde. Muss ich auch mal so Kritik üben. Aber so mit YouTube-Videos habe ich mir das irgendwann mal... Hatte ich irgendwann Bock drauf, mir das zu Gemüte zu führen. Die ganzen Strategien und Taktiken des Ersten Weltkriegs habe ich nachvollziehen können. Gemerkt, dass da damals auch schon schlaue Leute am Werk waren, kann man nicht anders sagen. Auch wenn es, natürlich, wenn es sinnlos ist und alles, aber trotzdem, vor 100 Jahren, als ich dann versucht habe, die Taktiken des Zweiten Weltkriegs zu verstehen, war ich dann doch ein little bit überfordert. Also es war schon sehr komplex. War aber interessant zu sehen. So. Auch hier ist nichts in dem Glockenturm. Übrigens, wir steuern hier ja Peter Jakob. Ist, glaube ich, der vorletzte Charakter vor Edgeworld selbst, ja. Er kommt nämlich als nächstes der Großvater von Alex. Was ist mit ihm passiert, ja? Aber ich finde, Peter ist so ziemlich der Charakter im Spiel. Die Figur im Spiel, die am wenigsten Charakter hat. Ich meine, der spricht die. Der hat jetzt einmal im Opening gesprochen.
Und am Ende spricht er, aber sonst ist einfach nur, ja, zappelt hier ein bisschen rum. Der Wachposten tritt von einem Fuß auf den anderen, ganz offensichtlich gelangweilt von seiner Aufgabe. Er wartet auf eine Ablösung oder vielleicht auf einen Einsatzbefehl. Na, da habe ich genau das Richtige für dich. Bist du der gefeierte Thompson? Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufelauch, wir müssen uns in der Offensive befinden! Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Dann zeig mal her, was du da hast. Endlich dürfen wir hier rein. Oh my God. Muss ich doch noch was sagen hier zum Krieg und so? Peter sieht sich dem Preis des Krieges gegenüber. Wie Baumstämme aufgestapelte menschliche Körper. Die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Also wenn ich sag, ich möchte in meinem Leben keinen Krieg miterleben, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich, weißt du, eine Pussy bin, sondern, aber ich weiß, es wird immer und immer wieder Krieg geben, und wenn es in 100 oder 300 Jahren ist, aber da können sie von mir aus machen. Solange mein Leben davon befreit ist, und eures auch. Das mal nur am Rande. Diese Poster sollen die patriotischen Gefühle wachhalten, indem sie erklären, dass die Alliierten den richtigen Kampf kämpfen. Dies ist für die Bewohner des Raumes, deren kalte Körper auf den ebenso kalten Boden der Kathedrale liegen, nur ein schwacher Trost. Noch was Spannendes hier? Ja, zur Selbstverteidigung nehme ich doch mal hier den Revolver mit. Liegt vergessen auf der Kirchenbank. Nehmen wir an uns? Aber sicher, her damit! Oh nein, das klang nach einem Treffer. Was ist passiert? Aber wir wagen erstmal den Weg hier über die schreiende Brücke, damit auch Peter das Tome of Eternal Darkness an sich nimmt. Und ja, dann erfahr mal, was mit deinen Vorgängern passiert ist. So, jetzt können wir durch die Tür gehen. Ziemlich dunkel hier. What the? Nein, gar nicht gut. Gut, ich habe einen Revolver, aber trotzdem lasse ich das erstmal bleiben. Ey, lass doch mal die Schwester in Ruhe. Das darf nicht wahr sein, ne? Die liebe Kleine. Ah, sieht so aus, als hätte er sich da schon bedient. Auch die anderen gehen apathisch auf mich los. Jetzt kann man hier entlang scheinbar. Detail. Am Fuß der Treppe liegt eine Wache, grausam getötet durch die Kreaturen, die diese Kathedrale nun für sich beanspruchen. Der Tod kam schnell und ohne große Qualen. Tja, immerhin. Oh, was machst du denn im alten Turm, sag mal? Na, und schon ist die Sanity komplett unten. Ah, da machen Ratten rum, wie blöd, ey. Untersuchen. Kalter Nebel umhüllt den Altar. Als Peter sich dem Stein nähert, überfällt ihn Kummer. Die Kathedrale ist unzweifelhaft böse und kein heiliger Ort, wie es eigentlich sein sollte. Das ist gut erkannt. Der Turm, wo wir mit Anthony schon waren, vor, ja, wirklich Jahrtausenden. So, sehen, was hier oben Schönes abgeht. Okay, hier ist es schon ziemlich heruntergekommen. Also hier sieht man, dass jahrhundertelang hier gar nichts abging. Und die Ratten hier sind mutiert. Ich weiß gar nicht, ob es Ratten sind oder Ponys. Schon hardcore. Was haben wir da? Revolver-Munition. Die kann ich gut gebrauchen, genauso wie hier das Schwert. Zweischneidiges Schwert! Leute, das ist das, was Anthony bekam, als Anthony auch noch den Kerl da im Keller abgemetzelt hat. Dann haben wir das später als Luther gefunden, als wir Anthony platt gemacht haben, weil es der wieder aufgestanden ist. Und jetzt finden wir dieses zweischneidige Schwert zum dritten Mal in diesem Abenteuer. Auch krass, oder? Der Geheimgang geht nicht. Dieser Raum wird seit langer Zeit nicht mehr genutzt. Die Regale, in denen einst Bücher und Schriften untergebracht waren, sind nur mit Staub überzogen und beherbergen nur Abfall und Schutt. Aber hier ging es runter. Das weiß ich doch ganz genau. Ein paar Bücher stehen noch da. Ich fände sowas mega interessant. Ohne Witz. Also, da Bücher, die 500 Jahre alt sind, da rumlegen würden. Aber das ist unrealistisch. Wobei, ich glaube, 1916 wäre sowas noch möglich, aber heutzutage wird sowas alles gefunden. Ich möchte ein wenig zaubern. Ich muss mal gucken, wo ich meine Schnellsprüche habe. Mag ich eine Erholung?
Schild. Hätte ich ganz gerne. Dass ich jetzt so ein bisschen geschützt bin vor Angriffen. Ein bisschen nicht so unüberlegt agieren hier. Magisches Item Erholung. Wisst ihr, was wir machen? Ja, wir erholen ein bisschen unser... Nur mit dem... den Verstand, die Sanity. Nicht, dass wir beim Anblick vom Zombie Lebensenergie abgezogen bekommen. Das ist voll uncool. Und was können wir denn noch Schönes machen? Wisst ihr, was wir jetzt auch machen werden? Wir nehmen erstmal hier das Schwert an uns. Von Anthony. Und verzaubern das. Wir buffen das mal, sagt man ja. Magisches Item. Was brauchen das? Ich mache es auch mal auf die 5er Stufe. Antobok und Magomor. Neuer Spruch, 5er. Antobok und Magomor. Antobok und Magomor. Und jetzt mit Paragon verstärkt. So, jetzt haben wir den, das magische Item auf, tun wir zuordnen hier. Immer schön auf dem magischen Item da unten hin. Ja, und dann verzauberst du mein zweischneidiges Schwert. So, mit einer Waffe, mit einer verzauberten magischen Waffe und einem Schutzschild sind wir doch schon ein bisschen besser gerüstet, weil, ihr wisst ja, hier in der Kirche sind jetzt einige von diesen ekligen Dingern. Die können wir erledigen, auch die Frau hier. Da steckt ja auch so ein fieses Ding drin. Haben wir unseren Schutzschild noch? Nein, der ist schon weg. Ich sag's nur mal so, der Schutzschild ist schon weg. Haben wir denn irgendwo noch? Wäre ganz cool. Schutzschild, ja. Diese Ratten hier, die haben wir ja zu Hause gefunden im alten Turm. Jetzt hier aufräumen, wir wissen ja, hier ist ganz schön viel los. Vielleicht erstmal die da. Oder den Mensch abschnetzeln, ohne dass da wieder einer rauskommt. Ah, dem mit der Magie auf die Mütze geben, dann ist ja auch nicht so cool. Weil ich glaube, das Schild ist irgendwie, das macht die auch irgendwie ein bisschen down. Ich weiß nicht, warum das Schild so schnell weggeht, aber das war ich ja jetzt mal ein bisschen abschnetzeln da. Okay. Der auch noch. So. Ich hoffe, wir haben hier aufgeräumt. Ist ja gut jetzt. So. Wo die anderen Wachen standen, können wir jetzt auch hin. Zum Beispiel an die Orgel. Untersuchen Detail. Ein Stück uraltes Papier liegt auf der Orgel, achtlos beiseite gelegt und vergessen. Ein Notenblatt. Na? Wem gehörte das? Genau, Paul Luther. Bei dem wir schon hier waren. Ihr wisst schon, der mit der Glatze und trotzdem hier voll den epischen Bart. So sah das aus. Ihr erinnert euch an das Lied. Und er liegt echt noch da rum. Das glaubt doch kein Schwein. Nach 500 Jahren. Ein Stück Pergament mit musikalischen Notationen. Der Lauf der Zeit hat Spuren hinterlassen. Spielen wir mal, oder? Ja. Der Einschlag des Granatfeuers hat den Generator der Kathedrale ausgeschaltet. Die Orgel funktioniert nur, wenn sie mit Strom versorgt wird. Sobald der Strom wieder da ist, kann auf ihr sicherlich gespielt werden. Hm, wurde vor 500 Jahren auch schon mit Strom gespielt? Hey, liegt da... Hier liegt was. Okay. Auf dem Altar liegt ein Gewehr, das wahrscheinlich von einem flüchtenden Wachposten zurückgelassen wurde. Er wird dann gleich die Flinte ins Korn werfen. Und hier runter können wir ebenfalls. Ja, es gibt diesem Ort immer so viele Wege. Aber wir machen das ganz systematisch. Und richtig, bitte. Was haben wir hier drin? Revolvermunition. Einen Besen. So, okay. Untersuchen. Nix. Hier ist nichts außer Revolvermunition. Soll ich dir das glauben? Dann gehen wir jetzt hier rein. So. Ja, ein Bett.
Sieht aus wie eine Kapitelseite. Dieser Tisch wird peinlich sauber gehalten. Peter wundert sich, dass in diesem Hospital, das sich an der Front des Krieges befindet, nicht mehr Chaos herrscht. Werden hier nicht die Sterbeurkunden ausgestellt? Möglich. Was juckt's uns? Hat mit uns nichts am Hut. Ah, hier, voll der Nebel. Das finde ich richtig authentisch. Oh. Warte mal hier, was? Die Orgel ist seit ihrem Aufbau nahezu unverändert geblieben. Ursprünglich wurden die Windladen manuell bedient, nun arbeiten sie mit Dampfdruck und werden elektronisch gesteuert. Aha, das ist die Lösung. Dies ist eine der ältesten restaurierten Pfeifenorgeln der Welt. Mal ganz im Ernst, um dieses Spiel hier zu machen, mussten sich die Entwickler auch ein bisschen informieren, wie sowas sein kann. Ja. Wie sowas funktioniert hat und so. Ja, das ist schon ein schlaues Spiel, muss ich sagen, Eternal Darkness. Sehr intelligent. Kann man so sagen, ach, das sind Trapper. Oh. Ich hasse Trapper. Wisst ihr, wie sehr ich Trapper hasse? Ihr wisst schon, die Viecher, die einen in die andere Dimension befördert. Waren das beide? Nein, da ist noch einer! Tschüss, Mann! Kannst du auch aufladen wieder? Oder haben wir keine Munition mehr? Ich glaub's doch selbst nicht. Im Keller sind Fässer mit reifendem Wein in der kühlen Luft aufgereiht. Sobald der Krieg zu Ende ist, wann auch immer das sein wird, wird dieser Wein zu den besten seines Jahrgangs zählen. Steht das bei jedem, ja? Nee, irgendwie nicht. Okay. Na, bloß aufpassen. Man will hier ja nichts übersehen. Hier ging's ja auch einst weiter. Der tote Körper eines Soldaten liegt auf dem Boden. Obwohl er nicht im Kampf an der Front war, ist er doch gefallen. Sein Schicksal trennte ihn und sein Ende von seinen Waffenbrüdern. Er wurde das Opfer der Kathedrale, nicht das einer Kugel oder eines Bajonetts. Ja, dumm gelaufen. Ach, hier sind ganz viele Türen. Boah, es ist finster. Verdammter Mist. Wisst ihr, was wir erst machen müssen? Ganz kurz in den alten Turm, wo wir Anthony wieder getroffen hatten. Da werden wir ganz kurz hingehen. Da waren wir noch gar nicht. Da müsste es die Fackel geben, wenn ich mich recht entsinne. Ist ja kein Problem, wir haben ja gesäubert hier. Da war ja einst Karl der Große, der dann gestorben ist. Und Anthony ist hier wieder auferstanden. Und jetzt ist hier alles voll mit Viechern. Oha, war ganz schön voll. Was ist denn hier los? Zum Glück können wir uns wehren, wenn man hier in diesem Level erstmal irgendwo anders hingeht, ne? Du weißt ja nicht sofort, wo das zweischneidige Schwert ist. Dann kannst du manchmal ganz schön alt aussehen, du. Wenn du halt nicht erst in den alten Turm gehst, sondern da im Keller. Ja, ich hab das so ein bisschen im Hinterkopf, aber so hundertprozentig leider auch nicht. Aber es passt schon. Oh, der war exakt zweigeteilt, du. So, hier ist die Fackel. Mensch. Ist gut. Fackel nehmen wir jetzt auch erstmal die Griffel, weil das Kapitel ist so verdammt dunkel. So, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Da liegen... Oh, die Ratten, ey. Die Ratten. In diesem Raum wurde eine provisorische Leichenhalle eingerichtet. Blutgetränkte Laken bedecken die von geschundenen Körper der Verstorbenen. Habe ich schon mal erwähnt, dass Krieg scheiße ist? So. Ich habe gerade gedacht, was sind das für Geräusche, aber das scheint alles noch vom Krieg zu sein. Ich weiß nicht, die Fackel passt auch nicht so in das Jahrhundert. Da hätte man schon so eine Lampe, kennt ihr die so? Ja, so eine Lampe. Wisst ihr, mit Feuer drin. Ja, das hätte eher zu 1916 gepasst, oder? Gehen wir mal hier rein. Was war denn da? Nein, da gehen wir nicht rein. Ich glaube, die andere sollten wir zuerst reingehen. Hier war ja so verdammt dunkel drin. So. Hier liegt Gewehrmunition.
können uns also wirklich zur Wehr setzen. Die Orgel funktioniert nicht, weil die braucht ja den Strom. Dann haben wir hier den Sicherungskasten. Hallo. An der Wand neben dem Generator befindet sich ein offener Sicherungskasten. Eine der Sicherungen fehlt. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Jetzt ist absolut crazyste Rätsel des Spiels. Also ich bin Elektriker, gelernter Elektriker vom Beruf. Weiß nicht, wie man das macht. Er steckt seinen Glückspenny da rein, die dann als Sicherung agiert. Ich meine ja nur so. Peter setzt den Glückspenny an die Stelle der fehlenden Sicherung. Er passt perfekt dorthin, aber der Strom fließt trotzdem noch nicht. Es passiert einfach gar nichts. Peter nimmt den Penny wieder und an sich und steckt ihn in seine Tasche. Was? Jetzt habe ich irgendwas... Echt? Ich dachte, das wäre die Lösung gewesen. Dann müssen wir vorher noch irgendetwas anderes machen. Da weiß ich jetzt, bin ich aber jetzt momentan leicht überfragt. Wir gucken uns erstmal hier um, bitte. Ausführlich. Ein alter, rostiger, aber zuverlässiger, mit Kohlen gefeuerter Boiler versorgt die Kathedrale mit Wärme und Dampf. Momentan wird kein Dampf in den Generator geleitet. Soll Peter am Rad drehen? Du drehst ja voll am Rad heute, ne? Ja, den braucht's auch, glaube ich. Da ist noch eine Tür. Okay, erst muss man hier am Rad drehen. Ja. Und jetzt müsste das funktionieren, oder was? Und erstaunlicherweise funktioniert es. Der Strom kann wieder fließen. So, der Glückspenny ist da drin. Merken, Leute, merken, der Glückspenny ist im Sicherungskasten in der Kathedrale in Paris. Ja. Aber jetzt wollen wir hier drinnen mal schauen. Da haben wir ja eine Tür, ne? Die Tür ist nicht abgeschlossen, lässt sich aber trotzdem nicht öffnen. Irgendetwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Und hier ist... Ja, da könnten wir durchkriechen, ne? In der Wand ist ein Loch, gerade groß genug, dass ein Hund hindurch passen würde. Hund, 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 Hund! Rudi! 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 Ah, der Rudi ist nicht da. Du kannst ja da durchkrabbeln. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das Rätsellösung ist mal wieder der Trapper. Diese kleine Kreatur, die wir rufen können, da reicht auch der kleine... Oh, Mentor geht damit gar nicht. Egal, dann mach mal blau. Mach mal so selten. So, hi. Den spielen wir jetzt. Und der kann da durch und schaut sich mal auf der anderen Seite um. Oh mein Gott, der 7er Machtzirkel. Und was blockiert die Tür? Ein Mann. Der Körper eines Soldaten, Patient dieses Hospitals, liegt zusammengesunken, gegen die Tür gelehnt. Ein letzter Versuch, sich vor dem Schrecken zu verstecken, bevor er seinen Verletzungen erlag. Ja, mein Freund, ab in die andere Dimension mit dir. Wie man das hier so kennt. Und handhabt. Ist jetzt in der Dimension der Trapper. Wenn wir da selbst hingehen, sehen wir den sogar da liegen. Ein Machtzirkel liegt auf einem Stapel Kisten in der Mitte des Raumes. Yes. Und wir haben den 3er, 5er und 7er Machtzirkel allesamt an diesem Ort gefunden. Sei auch nochmal erwähnt. Finde ich eigentlich ganz interessant. Sonst noch irgendetwas hier? Jetzt können wir mal den Peter aus der nahen Sicht anschauen. Journalist Peter. Aber Parallelen zu Peter Parker hast du nicht, ne? Dann müssen wir jetzt mal Folgendes machen, ganz kurz. Was haben wir denn? Erholung. Wenn wir jetzt mal Erholung... Ich kann mir das nicht merken. Welche werden denn benötigt? Narokov und Zantac. Neuer Spruch. 7er. Mentorok. Narokov. Zantac. Und Paragon, 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 Paragon! So, das ist Erholung. So, Schnellspruch. Schild! Braucht was? Schild, Bankerock und Zantac.
Also sagen wir Banco Rock und Santac. Hab ich gleich, Leute, kein Problem. Banco Rock. Banco Rock, da das erste. Und Santac. Da. Also Paragon immer zur Ergänzung die Stärke, um das Ganze noch stärker zu machen. Was brauchen wir da noch so dringend? Magisches Item? Warum haben wir das so oft jetzt, Mann? Magisches Item, ja, möchte ich gerne noch machen. Ja. Benötigt Antobok und Magomor. Bin gleich fertig, keine Angst. Antobok und Magomor. Antimagomor, Antorbok. Bam, 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 bam. Was, stand das schon da? Haben wir jetzt? Okay. Erholung haben wir ja gemacht. Jetzt muss ich mal neu machen. Und zwar, Erholung ist natürlich das Wichtigste. Zuordnen, und zwar hier das, und zwar volle Möhre. Da drauf, auf Y, alles heilen, voll geil, weißt du? Dann Erholung, nur Energie. Siebener auf den rechten. Habt ihr gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Jetzt ist drauf. So, magisches Item nach unten. Nein, nein, nein. Magisches Item. Siebener. Mantarok nach unten. Der Schild auf Mantarok. Schild. Zuordnen, 7er Mantle Rock Schild. Und das obere, warte mal, Erholung, magisches Item. Da machen wir den Schild mit Energie einfach. Weil der andere ist mir irgendwie aus welchen Gründen auch immer zu schnell weggegangen. Normalerweise bleibt der viel, viel länger. So, jetzt bin ich ja richtig ausgerüstet. Erholung auf Y. Erholung nur Energie auf rechts. Schild auf links, Schild nach oben für nur Energie. Und magisches Item nach unten. Starke Leistung, oder? Da kann man direkt mal speichern, würde ich sagen. Ich spiele noch ein bisschen weiter, aber es muss auch mal sein. Weil wir haben jetzt schon ganz schön was erreicht hier. Aber ich möchte mal die Rätsel mit euch jetzt abschließen in diesem Part, damit es ein relativ rundes Ende hat hier. Warte. Was haben wir gemacht? Was ist denn hier nochmal los? Hier können wir nicht weiter, ne? Diesmal nicht, nein. Interessiert den Peter nicht, da war der Luther. So, und hier war Sicherung. Da ist jetzt unser Glückspenny drin. Oh Gott, jetzt haben wir gar kein Glück mehr. Achso, Peter auch. Ne, ich spoiler nichts. Ich spoiler es nicht. Ich halte die Klappe diesmal. Werde kritisiert, dass ich zu viel spoiler, aber ich finde das Spiel einfach so geil. So. Boah. Warte, wir können jetzt auf der Orgel spielen. Das war die Sache. Oder wisst ihr was? Wir haben jetzt unseren Zirkel. Habe ich das hier schon gezeigt? Ich glaube schon, ne? Das ist ja ein 7er Grüner. Das heißt, wir müssen eine Aufhebung mit einem 7er Roten machen. Ja, das ist alles ein bisschen tricky. Also, das Kapitel war hier schon nicht so einfach. Nee, hä? Haben wir überhaupt nicht. 7er Aufhebung. Zur Aufhebung benötigen wir Neflag und Redcomore. Neuer Spruch, 7er. Neflag und Redcomore. Sehr schön und verstärkend. Bum, 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 bum. Sehr schön. Und das sprechen wir jetzt einmal. Und zwar Aufhebung auf groß und mit rot. Nein, du musst erkennen machen, oder? Wir haben Aufhebung gemacht. Aufhebung ist, wenn ein Schild da ist. Da habe ich jetzt echt was verwechselt. Nee, das war jetzt falsch. Erkennen braucht. Egal, haben wir das auch aktiviert. Narokaf und Redcomore. Narokaf und Redcomore. Narokaf, Redcomore. Ich finde das Zaubersystem in dem Spiel echt cool gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt auch gut. Wir wollen jetzt mal weiter. Auf Rot. Paragon, Paragon, Paragon. Und wir erkennen, hier gibt's eine Tür. So, Detail.
Eine schwere Eisentür wird sichtbar, nachdem die Magie ihre Macht gezeigt hat. Das Holz ist mit Kratzern und Kerben übersät, die eine lange, finstere Geschichte erzählen. Ich finde es echt geil geschrieben, ne? Der Griff der Tür fehlt. Es scheint, als könne diese Tür nicht geöffnet werden. Der Griff fehlt. Wir haben keinen Griff, Mann. Eintreten? Naja, dann halt nicht. Warum ist alles so rot hier? Das liegt aber nicht an mir, Freunde. So. Und wir können jetzt auf der Orgel spielen, war das so? Der Einschlag des Granatfeuers hat den Generator der Kathedrale ausgeschaltet. Ja, wie? Ich hab doch Strom wieder da gemacht. Ich hab doch den Strom wieder gemacht. Oder muss ich erst irgendwo anschalten? Der Sache geben auf den Grund, muss ich hier anschalten, ja? Die Orgel ist bla 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 bla. Ja. Da ist er schon wieder erschöpft, der Alte. So. Aha, soll Peter den Hebel betätigen? Strom ist da, da können wir das Ding jetzt wieder anschmeißen. Yes! So hat Strom damals funktioniert, hey, vor 100 Jahren. Voll übel. Aber so eine Orgel funktioniert ja auch nicht ohne weiteres. Das da arbeitet nicht mehr, ne? Das ist antik. So, jetzt sind wir auf der Orgel spielen. Oh mein Gott! Der Krieg ist echt kein Spaß hier. So sicher, wie es scheint, sind wir dann doch nicht anscheinend. Eine unglaublich alte, aber sehr gut erhaltene Pfeifenorgel. Ihre Qualität ist exquisit, läuft aber am Grat des Grotesken entlang. Kleine dämonische Figuren verstecken sich fast wie unsichtbar im spiralförmigen Design der Fassade. Soll Peter auf der Orgel spielen? Auf geht's. Das ist ja dasselbe Papier, was wir schon 500 Jahre vorher gehabt haben. Und außerdem hat's die Alex auf dem Klavier gespielt, und zwar A, B, Y, X, B, Y, A. Yes! Auch ein halbes Jahrtausend später hat's immer noch den Groove. Hier ist alles kaputt. Sind jetzt noch ein paar Viecher reingekommen, oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Und was glaubt ihr, was liegt da jetzt in dem Ding drin, hä? Was könnte da liegen? Doch nicht etwa ein Türgriff, damit wir da weiterkommen? Das wäre wirklich die Lösung. Ah, da ist noch einer. Ja, hätte auch mal ein Schild aufzaubern können, aber... Bastjo. Wir haben zwar Revolver und Gewehre und alles, aber hier das Schwert erfüllt schon seinen Zweck, oder? Können Sie ja ganz kurz mal vollkommen heilen hier im 7er. Nachteil am 7er ist halt auch wirklich, dass du dass es verdammt lang braucht. Und wenn du in der Bredouille bist und muss jetzt mal eine halbe Stunde so einen Spruch aufsagen, dann wirst du von den Zombies liebevoll umarmt und die Sache hat sich, ja. Das Tabernakel ist nahezu leer. Leere breitet sich dort aus, wo eigentlich Weihwasser, Hostien oder andere geweihte Gegenstände stehen sollten. Im staubigen Fach liegt ein Türgriff. Soll Peter den Türgriff an sich nehmen? Das sieht ja eher aus wie so Garderobe oder. Ja, so Elfenbein vom Elefant oder. Pfeife. Oder so ein Haken für Waschlappen oder Topflappen. Aber es ist ein Türgriff. Es ist ein Türgriff in der Tat. Ich frage mich ja wirklich, wo der passen könnte. Ja, ist auch schwierig zu kombinieren. Ich finde es intelligent gemacht, wie die Rätsel hier sind. Aber du kannst in dem Kapitel gut hängen. Wenn man irgendwann nicht weiter weiß, ruckzuck hängst du. Zum Glück weiß ich es noch ein bisschen. Und wir können hier durchgehen. Und gehen weiter. Der gute Peter wird auch das Vergnügen haben, den ersten Boss des Spiels
zu erleben. Und damit möchte ich euch überreden, dran zu bleiben. Und auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten bei Eternal Darkness. Und Leute, danke fürs Ansehen an die Leute, die Eternal Darkness noch schauen. Ich gebe mir immer viel Mühe und das Spiel ist auch wirklich geil. Und danke für euren Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.